Ja, mein Name ist Santiago Ziesme, alias SpongeBob. Und ich wünsche ganz viel Spaß bei Amazing Voice Show. Tschüss. Hallo Santiago. Hallo. Es freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, einige Fragen zu deinen Synchronarbeiten zu beantworten. Ja, gerne. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit der ersten Frage an. Wie wurdest du Synchronschauspieler? Der Synchronschauspieler ist ja, das ist ja eigentlich kein Beruf für sich. Obwohl in den letzten Jahren einige dazugekommen sind, die das ausschließlich machen. Das ist eigentlich ein Teilbereich des Schauspielers. Früher war es auch so, dass die Schauspieler vom Stadttheater, dass die über Tag dann eben im Synchronstudio waren, weil die ausgebildete Sprecher und Schauspieler waren. Und die standen über Tag, wenn sie keine Theaterproben hatten, dann im Synchronstudio und haben Filme synchronisiert. Was muss man beachten, wenn man eine Figur spricht? Also ich denke, so eine Faustregel ist, man versucht, das Original zu bedienen. Das heißt, das, was die Figur im Original macht in einer fremden Sprache, dass man das möglichst eins zu eins in die deutsche Sprache übersetzt. Und dabei aber alle Spielfacetten der Figur möglichst übernimmt. Wolltest du schon immer Schauspieler werden? Nee, ich kann mich entsinnen, so im Alter von 10, 11 Jahren, da wollte ich Lokomotivführer werden. Und dann irgendwann bin ich morgens aufgewacht und habe gesagt, nee, eigentlich will ich Koch werden. Ich möchte immer gut was zu essen haben und möchte mir das selber machen. Und dann bin ich ja als Kind aus der Schule entdeckt worden von einem Fernsehregisseur für eine Fernsehrolle. Und das fand ich natürlich toll und von da an war natürlich klar, da wollte ich dann Schauspieler werden. Aber es war nicht die erste Berufswahl. Wie bist du zu der Rolle von SpongeBob Schwammkopf gekommen? Ja, das ist eigentlich der Klassiker im Synchrongewerbe wie im Filmgewerbe oder am Theater oft auch. Es gibt sogenannte Castings. Das heißt, wenn für einen Film eine Hauptrolle zu besetzen ist oder eben eine durchgehende Serienrolle, die wichtig ist, dann gibt es sogenannte Castings. Wenn es ein Kinofilm ist, wird das entschieden über den Verleih. Und wenn es für eine Fernsehproduktion ist, dann hat das letzte Wort die Redaktion des ausstrahlenden Senders. Das heißt, es wird ein Casting veranstaltet, wo viele Kollegen eingeladen werden, die für die Rolle in Frage kommen, stimmlich. Und im Fall von SpongeBob war es wirklich so, dass die ein Riesencasting machten, also zig Kollegen da im Studio waren und gecastet wurden, weil es sollte möglichst dicht am Original bleiben, weil das in Amerika schon ein großer Erfolg war und das sollte hier natürlich in Deutschland auch so sein. Und ja, so bin ich dazu gekommen, habe das Casting gemacht und war offensichtlich stimmlich am dichtesten dran am Original und so bin ich es geworden. Kannst du uns vielleicht eine Kostprobe geben? Ja, das kann ich natürlich machen. Oh je, ich glaube, ich muss wieder zurück. Ich muss Gary füttern und dann gehe ich mit Patrick noch zum Quallenfischen. Warum wurde Marco Krüger, der seit Jahren Patrick Star gesprochen hat, umbesetzt? Ich glaube, das ist auch ziemlich breit getreten worden im Netz. Das ging ja hin und her. Das war eine private Auseinandersetzung, die der Kollege hatte mit der Produktionsfirma. Und die konnten sich dann leider nicht einigen. Und ja, die Produktionsfirma hat das Sagen und hat dann irgendwann entschieden, hat gesagt, gut, wenn wir da nicht zusammenkommen, dann müssen wir die Figur umbesetzen, was natürlich sehr schade war, weil er lag ja so toll drauf auf der Figur und wir hätten ihn gern behalten. Aber es war zum Großteil eben auch seine Mitentscheidung oder vielleicht sogar auch sein Wille, ich weiß es nicht. Wie gesagt, er hat da was ausgefochten mit dem Produzenten. Da hatten wir anderen Kollegen nichts mit zu tun. Und das war dann eine Entscheidung der Produktionsfirma. Ja. Sehr, sehr traurig. Ja. Wobei, wenn das jetzt zum Beispiel bei dir der Fall wäre, dass du jetzt noch einmal nicht über SpongeBob spielst, sondern jemand anderes, dann ist, glaube ich, SpongeBob im deutschen TV gleich tot. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ja. Wobei, der Patrick ist schon auch eine wichtige Figur. Sehr. Aber naja, sagen wir mal so, die Charge ist natürlich schon, also, glaube ich, ein bisschen leichter zu ersetzen. Ja, na, also das wollen wir natürlich nicht hoffen. Und bis jetzt bin ich mit der Produktion im Guten und ich hoffe, das bleibt auch so. Und ich hoffe, wir können das noch lange machen. Das hoffen wir. Ja. Wie bist du zu der Rolle von Ren aus Ren und Stimpy gekommen? Haha, Ren und Stimpy. Ja, eigentlich kann ich genau dasselbe sagen. Die haben natürlich auch, weil es eine Serienfigur war,
da gab es ein Casting und da war ich mit vielen Kollegen da im Studio und habe das Probe gesprochen. Und irgendwann kam dann die Rückmeldung, also die haben sich für dich entschieden und damit hatte ich die Rolle. Wie bist du zu der Rolle von Ferkel aus Winnie Pooh gekommen? Ja, wie ist das wohl passiert? Also da gab es ein Casting und dann haben einige Kollegen Probe gesprochen auf die Figur und ich war auch dabei. Und das Casting hatte ich auch gewonnen und damit hatte ich die Rolle vom Ferkelchen dann auch. Wie bist du zu der Rolle von Vegeta aus Dragon Ball Z gekommen? Da gab es ein Casting, ja. Wobei manchmal ist es wirklich auch so, wenn jetzt die Vorgabe nicht kommt von dem Verleih, wenn es ein Kinofilm ist oder von der Redaktion bei einer Fernsehserie oder beim Fernsehfilm, dann kann die Aufnahmeleitung der ausführenden Synchronfirma das auch machen. Und da kam, glaube ich, die Anfrage dann von der Firma und die haben gesagt, hey, wir haben hier eine Rolle, da, wo du stimmlich drauf passt und würdest du die machen? Und dann guckt man in den Terminkalender, ob man auch frei ist an den entsprechenden Terminen. Und ja, so bin ich dann dazu gekommen, den Vegeta zu sprechen. Warum wurdest du später umbesetzt? Das war eine ziemliche Hardcore-Geschichte von diesen eingefleischten Fans hier, ne? Von Dragon Ball, die auch das Original kennen und die plötzlich der Meinung waren, dass die Stimme nicht passt und sich ziemlich massiv bei der Synchronfirma gemeldet haben, damit, weiß nicht, E-Mails oder anrufen oder was es, ja doch, glaube ich, war damals schon mit E-Mails auch. Und sagten, nein, das geht gar nicht und so, und die Stimme passt ja nicht und so. Wobei, wir haben uns an das Original gehalten und der Witz bei der Rolle Vegeta war ja, dass der eigentlich im Original am Anfang eine ganz liebe, weiche Stimme hatte, umso größer war die Überraschung, dass das nachher dieser Oberbösewicht war. Und das war damit bezweckt, deswegen haben die mich auch genommen für die Stimme. Das war im Original, das glaube ich war französisch, das Original. Französisch. Ja, also das ist natürlich dann auch schon eine Adaption, ne? Ja, das war eine Adaption vom Japanischen. Und die Japaner haben auch eine helle Stimme und deswegen trifft das wieder ja. Das Deutsche zu. Und so ist das wohl gekommen, dass die zumindest, es sollte diese Überraschung geben, wenn man von Anfang an die Rolle so spricht, dann weiß man, das ist ein Bösewicht. Ja? Es gibt ja keine Überraschung. Aber der war eigentlich so lieb und hat immer so gesprochen und so. Und mit einmal, bumm, ist das dieser Oberbösewicht. Und das war damit bezweckt. Deswegen haben die mich die Rolle sprechen lassen. Was ja insofern richtig war. Eigentlich ja. Aber wie gesagt, die haben dann dem Druck nachgegeben und haben dann gesagt, du, wir wollen uns dem Ärger da nicht weiter aussetzen. Komm, wir machen da jetzt kein Ding draus und wir holen jetzt einen anderen Kollegen, der spricht die Rolle weiter. Wobei, da gab es nachher wieder Knatschen, die wollten mich nachher wieder zurückhaben. Ich habe dann auch irgendwann gesagt, Kinder, hier hin und her, ihr müsst euch irgendwann entscheiden. Und das war auch sehr anstrengend, ging sehr über die Stimme, weil das immer diese Kampflaute waren und so. Und das so den ganzen Tag im Studio, das ist ziemlich anstrengend. Also sagen wir mal so, ich war nachher nicht böse, dass ich es da nicht weitergesprochen habe. Ich habe es ja, glaube ich, die ersten 40 Folgen oder was, relativ lange. 35 Folgen? Ja, ungefähr gesprochen. Aber so ist das manchmal. Ja. Haben sie mich rausgekickt und ich dachte, ja, das ist okay, müsst ihr entscheiden. Es ist sowieso so, ich hänge da jetzt nicht an irgendwelchen Rollen oder was. Ich weiß, wie das Gewerbe ist und da muss man auch einen Abstand zu haben und muss das professionell sehen. Und wenn es irgendwelche Gründe dafür gibt, warum ich eine Rolle nicht sprechen soll, dann sage ich, es ist okay, dann spricht es ein anderer. Ja? Später in Dragon Ball hast du ja dann den kleinen Roboter gesprochen. Richtig, genau, ja. Also da kommen dann wieder andere Sachen auch. Ne? Und eigentlich ist das auch immer reizvoll, dass man immer wieder neue Figuren auch bekommt. Das höre ich das öfter und das ist immer ja. Die Abwechslung. Ja, natürlich, ja. Ansonsten sind wir irgendwie Schauspieler oder Sprechbeamte, die jeden Tag immer dasselbe machen und dann hätten wir uns gleich einen anderen Job suchen können im Grunde. Wer sind deine Vorbilder? Das ist immer schwierig, da jetzt einen rauszupicken. Es gibt jetzt nicht so einen, den man jetzt, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt der Superhero, sondern wir haben wirklich eine Handvoll wirklich toller Kollegen und da ist es auch immer wieder eine Freude, mit denen zu arbeiten. Ja, man hat natürlich viele amerikanische Schauspieler, die sind halt doch irgendwie Top-Line. Wen ich zum Beispiel mag, den ich ja des Öfteren auch synchronisieren durfte, ist der amerikanische Schauspieler Steve Buscemi, weil ich finde, dass der was ganz Besonderes hat und dass der
ein tolles Händchen oder ein tolles Näschen hat für Rollen, die er sich aussucht und sich gar nicht so festlegen lässt. Und es müssen gar nicht immer die Hauptrollen sein, sondern manchmal so im zweiten, dritten Glied, aber auch in den Blockbuster-Filmen. Und er bleibt einem immer im Gedächtnis, auch mit kleinen Auftritten. Das ist schon toll, was der macht und wie der sich die Rollen zu eigen macht. Den finde ich zum Beispiel toll. Ja, und dann da natürlich die Heroes hier, ein Robert De Niro oder so, oder auch ein Dustin Hoffmann oder so. Das sind schon Größen, ne? Ja, die geben einfach irgendwie auch einen Qualitätsmaßstab vor. Hast du ein Lieblingssynchronprojekt? Naja, also ich sage immer, mein Lieblingsprojekt ist das, was ich gerade mache oder an dem ich gerade arbeite. Und das ist ja auch gar nicht so verkehrt, sondern man steckt ja immer sein Herzblut rein und soll ja auch immer das, was man jetzt gerade aktuell macht, da soll man Freude dran haben. Also zum Beispiel eben der SpongeBob, der macht einen irrsinnigen Spaß. Und obwohl wir den schon so lange machen, über 10 Jahre, ist der mir noch nicht langweilig geworden. Macht immer wieder Freude, natürlich auch mit den Kollegen zusammen. Aber auch die Geschichten, wenn immer wieder neue Geschichten kommen und denen gehen die Ideen nicht aus, das finde ich toll. Das macht also sehr viel Spaß. Aber wie gesagt, das sind meistens die Sachen, mit denen ich mich gerade beschäftige, dass die mir am nächsten sind. Ich denke, das ist aber auch normal, weil eine Sache, die beendet ist, die hakt man irgendwo ab. Sagt man, war ein tolles Projekt, aber es kommen wieder neue Sachen auch. Und ja, also meistens die aktuellen Sachen, mit denen ich gerade beschäftigt bin, das sind dann auch immer meine Herzens- und Lieblingsprojekte. So, so. Hast du einen Lieblingsfilm? Also das ist eine ganz fiese Frage. Also ich war damals sehr beeindruckt im Kino und habe den Film auch mehrfach gesehen in der Synchronisation und auch in der Originalfassung. Das war die Titanic damals. Das hat mich emotional ganz schön, den fand ich toll gemacht einfach. Und dann natürlich vom selben Regisseur, Jahre später, Avatar, weil das auch diese Message, die da drin steckt und diese Effekte, die sie da gemacht haben, das fand ich schon sehr, sehr, sehr toll gemacht. Das wären zwei Filme, die also, die so ein bisschen rausstechen. Hast du auch einen Lieblingsfilm, den du synchronisiert hast? Ferris macht Blau, wo ich den Matthew Broderick gesprochen habe, das erste und einzige Mal. Wie der die Schule schwänzt und einen Tag blau macht und wie er alle austrickst, die Eltern, die Lehrer und so. Ein richtig toller Teenie-Film, ich glaube aus den 80er Jahren. Okay. Und ab und zu kommt er im Fernsehen nochmal und es war wirklich also ein Kultfilm damals für die jungen Leute, für die Kiddies. Ferris Bueller's Day Off im Original, also Ferris macht blau. Da gibt es eine ganze Generation, wenn man die fragt, wenn man nur sagt Ferris Bueller, die wissen genau, wer damit gemeint ist. Das war ein Regisseur in Amerika damals, der ist inzwischen schon verstorben, John Hughes. Der hat so diese wunderbaren Teenie-Komödien gemacht, aber eben richtig toll. Und hat viele tolle junge Schauspieler entdeckt, die hinterher groß Karriere gemacht haben. Zum Beispiel auch ein John Hughes-Film war hier The Breakfast Club, der Frühstücksclub. Da habe ich auch synchronisiert. Einen jungen Kollegen, der hinterher noch viele, viele andere Filme gedreht hat. Das war die Zeit damals, diesen Teenie-Film aus Amerika, diese Teenager-Komödie von diesem John Hughes. Die haben auch irrsinnig viel Spaß gemacht. Sprichst du lieber die guten oder die bösen Charaktere? Naja, das ist so ein bisschen so eine Schwarz-Weiß-Frage, aber meist ist es doch so, wie auch allgemein immer gesagt wird, dass die bösen Rollen eigentlich interessanter sind. Die Lieben sind oft langweilig. Ist so lieb und man ist der Held und so. Und vor allem in diesen bösen Rollen, da kann man sich mal austoben. Jeder von uns hat ja irgendwie eine dunkle Seite in sich, die man eben, wenn man gut erzogen ist, nicht rauslässt im normalen Leben, im normalen Umgang mit seinen Mitmenschen. Und in diesen Figuren, in diesen Rollen kann man die ausleben. Und das ist schön, das macht Spaß, das ist so ein Ventil. Guck mal, ich sag mal richtig böse. Es ist ja Gott sei Dank nur im Film. Es ist ja nur eine Fiktion. Aber da kann man sich dann richtig austoben und das macht Spaß. So muss man es ja auch ausleben. Ja. Im Film zumindest. Das ist das Schöne an der Kunst. Ja. Oder auch auf der Bühne oder vor der Kamera. Nicht, wenn ich sage, ich spiele jetzt einen Mörder. Das sind alles so Abgründe, die ich vielleicht auch in mir habe, aber die ich ja nie rauslassen würde, um Gottes Willen. Bin ein zivilisierter Mensch. Aber nicht die Figur spielen.
und will die glaubhaft machen, dann muss ich gucken, wo sind diese Abgründe in mir. Und die hat jeder Mensch in sich. Denn wenn man da mal ein bisschen gräbt, dann kommt man daran. Und das ist manchmal ganz erstaunlich, was da zutage kommt. Ne? Was sind deine aktuellen Projekte und wo kann man dich demnächst hören? Also ich habe hier in Berlin wieder aktuelle Theaterprojekte. Einmal spiele ich in unserem Berliner Jedermann, der im Berliner Dom gespielt wird, wieder in der Tischgesellschaft den dünnen Vettern. Dieses Jahr zum letzten Mal, weil ab nächstes Jahr wird es keinen Berliner Jedermann mehr geben wahrscheinlich, weil die finanzielle Ausstattung nicht abgesichert ist. Das ist ja ein Privatprojekt der wunderbaren Kollegin hier Brigitte Krotum, die das im 28. Jahr macht und jedes Jahr immer selber finanziell gestemmt hat. Und sie bekommt keine offiziellen Gelder. Und irgendwann geht dann auch die Luft aus, dass man dann sagt, Kinder, es ist sehr beschwerlich, immer wieder zu sehen, die Gelder zusammenzubekommen. Also diesmal bin ich das letzte Mal im Berliner Dom im Jedermann dabei. Und dann machen wir wieder ein sehr schönes italienisches Musikprojekt, La Familia, eine mediterrane Dinnershow, wo wir italienische Lieder singen und wo es ein Dreigänge-Pasta-Menü gibt. Mit dem Kollegen Claudio Maniscalco. Das macht sehr viel Spaß. Das sind meine Theaterprojekte. Dann bin ich, glaube ich, mit einer Synchronserie noch im Atelier, im Synchronstudio. Kate and Mimim, das ist eine neue Animationsserie, eine Trickserie. Ja, dann ist in Vorbereitung natürlich der neue SpongeBob-Kinofilm in 3D. Hey, da werden wir jetzt demnächst mit ins Synchronstudio gehen. Und wir sind auch in Vorbereitung eines neuen SpongeBob-Albums von Sony Music, wo wir wieder Chart-Hits covern. Also aus den aktuellen Charts Titel nehmen und die dann in SpongeBob-Version covern. Da freue ich mich auch schon sehr. Das kommt dann auch irgendwann im nächsten Frühjahr raus. Das sind so die aktuellen Projekte. Welchen Tipp kannst du den Nachwuchs-Synchronschauspielern auf den Weg geben? Ach, das ist schwer. Es muss ja jeder irgendwo seinen eigenen Weg finden. Das ist nicht immer so einfach. Ganz wichtig ist, man muss immer den Glauben an sich selbst haben. Den darf man nicht verlieren. Man darf sich nicht verunsichern lassen. Viel gucken bei den Kollegen, bei den älteren Kollegen. Man kann sich viel abgucken. Man sieht, welche Fehler die anderen machen und man sieht auch, wo sie toll sind. Und das ist, glaube ich, nicht verkehrt, sich da ein bisschen was abzugucken und Erfahrung zu sammeln, also Learning by Doing, wenn man im Studio ist. Wie sieht es mit deiner Schauspielausbildung aus? Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung. Aber es gibt sehr viele Quereinsteiger, die einfach eine Begabung mitbringen und die das dann wirklich, dieses Learning by Doing, während sie die Erfahrung sammeln, also sich das aneignen. Oft sind es ja Sprecher oder Sprecherinnen, die als Kind angefangen haben, nicht? Die irgendwie da reingerutscht sind. Bei dem Kind kann man nicht davon ausgehen, dass es schon eine Sprecherausbildung hat oder eine Schauspielausbildung. Das heißt, da geht es darum, beim Probesprechen, ist das Kind begabt oder nicht. Und wenn man als Kind da reinrutscht und sieht, wie das funktioniert und wird da groß, es gibt etliche Kollegen, die heute sehr erfolgreich sind im Synchrongewerbe, die nie eine Schauspielschule besucht haben oder vielleicht auch eine Sprecherausbildung gemacht haben. Die sind, wie gesagt, als Kinder da reingerutscht und waren aber eben begabt und haben sich dann eben gehalten und sind dann in dem Beruf geblieben. Das gibt es also durchaus schon. Da gibt es ja noch Hoffnung für Kinder. Also zumindest aber sollte man eine Mikrofonerfahrung haben oder eben eine Mikrofonausbildung, weil das Mikrofon ist unbestechlich und ein fachliches Ohr hört einfach, ob eine Stimme ausgebildet ist oder nicht. Also ob man Endsilben verschluckt oder eben auch mal eine gute Atemtechnik hat, all so eine Sachen. Ne? Das Mikrofon ist da sehr, sehr unbestechlich und deckt alles auf. Möchtest du deinen Fans etwas mitteilen? Also an alle Fans von SpongeBob unter anderem, bitte dabei bleiben und gucken und freut euch auf den neuen SpongeBob-Kinofilm 3D, der hoffentlich im Frühjahr nächsten Jahres ins Kino kommt. Eine Sache noch. Lieber Santiago, ich möchte dir zum Abschluss noch etwas schenken. Für die tollen Sachen, die du über die ganzen Jahre gesprochen und gespielt hast. Ich hoffe, es gefällt dir. Ah, vielen, vielen Dank. Das ist ja wirklich eine Überraschung. Das freut mich jetzt. Da bin ich aber neugierig. Kann ich gleich aufmachen? Was kann da drin sein? Was kann da... Oh je. Mit ein bisschen mit Gewalt. Moment, vorsichtig. Ah, nee. Nein.
Ja, wer kann das wohl sein? Ja, das ist ja eine Überraschung. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist wirklich eine gelungene Überraschung und eine große Freude. Das wird bei mir einen Ehrenplatz kriegen. Auf jeden Fall. Toll, gefällt mir. Ja, danke schön. Hab's auch gestern Abend zusammengeschustert. Ah, das ist aber toll. Das freut mich. Ist ja herrlich. Ja, das kriegt einen Ehrenplatz bei mir, auf jeden Fall. Dankeschön. Ich müsste dir danken für das Interview. Dankeschön. Sehr, sehr gern. Ja. Das war's. Ja, okay. Danke fürs Zuschauen. Du hast Lust auf weitere Interviews? Dann schau dir mal das Interview mit Rolf Berg an, die Stimme von Tao Bai Bai und Willius. Und Gerald Schale, die Stimme von Agumon und Daffy Duck. Wenn du weitere Interviews sehen möchtest mit bekannten Synchronschauspielern, die du aus Film und Fernsehen kennst, dann klick auf Abonnieren. Natürlich freue ich mich auch über eure Kommentare und Kritik. An dieser Stelle sage ich mal Tschüss und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Sanjay.